Wir haben heute den Tag der Menschenwürde, so habe ich es mal genannt. Und bei den Paramis ist es die zweite Eigenschaft, die Sittlichkeit, die Ethik. Und ich glaube, dass Ethik sehr viel mit unserer Würde zu tun hat. Es gibt eine äußere Ethik, es gibt aber auch eine innere, wo es um die eigene Menschenwürde geht. Würde oder Menschenwürde wird ja oft mit Stolz bezeichnet, also als Stolz. Es kann sein, dass diese Würde gemeint ist. Es kann aber auch sehr wohl gemeint sein, diese Überheblichkeit, ich bin was Besonderes. Und es ist gut, wenn man einmal Stolz und Würde vielleicht klar auseinanderhält. Die Menschenwürde hat mit den inneren Werten zu tun. Und die sollen wir sehr wohl pflegen und auch an sie halten und auch achten, eine Achtung vor uns selber haben, vor unseren Werten, vor unserer eigenen Würde. Heute Abend werden wir die 5 Silas natürlich nochmal besprechen, auch aus der Sicht dieser Menschenwürde heraus. Aber jetzt geht es mir darum, etwas zu sehen, was der Buddha Schulungskräfte genannt hat. Die 5 Schulungskräfte, die eigentlich mit der Menschenwürde sehr viel zu tun haben. Ich habe sie früher etwas so zur Seite gelegt, ich fand sie nicht so wichtig. Waren immer die 5 guten Kräfte, die Balas waren im Mittelpunkt. Die Schulungskräfte wurden mehr übersehen. Und jetzt gerade finde ich, dass die Schulungskräfte sehr wohl ihren Platz haben. Umsonst hat der Buddha nicht im Anguttara Nikaya 5 von 1 bis 10 über die Schulungskräfte gesprochen. 10 Vorträge über die Schulungskräfte gehalten. Also müssen sie ihm doch sehr wertvoll gewesen sein. Sonst hätte er es ja wahrscheinlich nicht getan. Und da heißen die erste Schulungskraft, die heißt da die Kraft des Vertrauens. Und die Kraft des Vertrauens, muss man natürlich schauen, ist eine Kraft, wenn man sie, das Vertrauen hat, ist es stützend, aufbauend. Aber wie bekomme ich das Vertrauen erst in mir, dass es sich sehr festigt in mir? Ist ja gar nicht so einfach, wenn ich noch kein Vertrauen habe. Was mache ich dann, um Vertrauen zu bekommen? Ist ja gar nicht leicht. Und da schauen wir natürlich rum, was wir auch so, was ist im Leben, was will ich von meinem Leben, wo finde ich das, was ich wirklich möchte, was ich gut finde, dem ich auch vertrauen kann. Und da heißt es ja im Buddhismus, man hört sich mal die Lehre an, man schaut, was man damit machen kann, man sieht, ob es wirklich etwas für mich ist, was mich auf meinem Weg äußeren oder inneren Lebensweg weiterbringt, und dann vertraue ich dem auch. Und so sind wir ja hier zusammengekommen, weil wir der buddhistischen Lehre vertrauen, sonst wären wir nicht da. Und wir vertrauen insofern eben auch dem Buddha. Denn er ist es, der es vorgelebt hat, der es gefunden hat und der es in so vielen Lehrreden gezeigt hat, wie man es umsetzen kann, das, was er sagt, die Wahrheiten, die er gefunden hat. Und wenn man es dann als Wahrheit erkennt, als echt erkennt, dann kann man sicher dem vertrauen. Da gehört dann aber auch noch das Vertrauen dazu, wenn man die Lehrreden dann etwas kennengelernt hat. Kann ich das wirklich selber umsetzen? Habe ich die Möglichkeit dazu? Habe ich die Kraft dafür? Und dann versucht man in kleinen Schritten, das umzusetzen, und dann baut sich das Vertrauen auf. Es heißt in diesen
Schulungskräften hauptsächlich Vertrauen. Was ist Vertrauen? Vertrauen ist zum Buddha, dass er wirklich etwas gefunden hat, was wahr ist, dass er selbst ergründet hat, dass er selbst gelebt hat, dass er es gut weitergeben kann und die Welt damit verbessert, der Welt etwas Gutes geben kann, dass sie friedlicher wird, mehr Liebe, mehr Weisheit, mehr Reinheit bekommt. Das zweite ist die Kraft des Schamgefühls. Und das ist interessant, dass wir da so in unserer westlichen Welt durch Moralvorlagen und Gesetze oder Vorschriften so die Moral nur auf das Sexuelle bezogen haben, die Scham. Aber damit ist hier was ganz anderes gemeint. Es ist wirklich das gemeint, das, was ich in mir wahr fühle, dass ja Vertrauen ist jetzt schon mal da, ist ja das Erste. Ich habe Vertrauen dazu, dass ich Werte in mir habe, die ich entwickeln kann, an denen ich wachsen kann. Und nun mache ich Dinge, die dem gar nicht entsprechen. Dass ich sozusagen meiner Würde, meinen Menschenwerten nicht entsprechen, das gibt mir ein Schamgefühl innerlich. Ich schäme mich. Das ist ja gar nicht meiner Würde entsprechend. Sollte ich doch gar nicht machen. Und doch passiert es mir immer wieder. Und dieses Schamgefühl ist wichtig, weil es die andere Seite, meine Menschenwürde, meine Werte immer wieder herausstellt. Was ist es denn? Das möchte ich tun und das andere möchte ich nicht tun. Und wir können uns ja immer mal wieder zurückdenken, was wir gemacht haben, und wir wollten eigentlich ja einen Abend besinnlich machen und dann kommen Leute, doch, geh doch mit uns aus, und dann sind wir die halbe Nacht aufgewesen und haben morgen einen dicken Kopf und so weiter. Und irgendwo schämen wir uns, dass wir da nicht zu dem gestanden haben, was wir richtig finden. Kann natürlich auch ganz andere Sachen sein, aber so irgend so eine Kleinigkeit mal. Wir wissen jetzt schon besser, was wir wollen und tun manchmal doch das andere. Und dann schämen wir uns hinterher. Und das Schamgefühl ist gut, dass es etwas Positives ist. Es schult uns, unsere Werte immer wieder zu erkennen und uns daran auszurichten. Das nächste ist die sittliche Scheu. Das Schamgefühl ist, etwas Vergangenes zu sehen, was man gemacht hat, was nicht gut war. Und erkennt, das mache ich nicht wieder, möglichst verhalte ich mich anders. Die sittliche Scheu ist, Dinge zu sehen im Moment, die mir vor mir liegen, im zukünftigen oder jetzt gerade, was ich machen will, und dass ich die Achtsamkeit richtig einsetze, das tue ich lieber nicht. Das ist nicht mein Weg. Das lenkt mich zu sehr ab von meinem Weg. Oder es zieht mich herunter, es macht mich depressiv oder ärgerlich oder ich bin nur in Skepsis befangen. Genau wissen, Moment mal, da mache ich nicht mit. Oder im Äußeren, es wird über andere gesprochen, ist ja bei den Zielern da, die rechte Rede. Da, Moment mal, ich scheue mich, da mitzumachen. Ich rede nicht schlecht über jemanden, der gerade nicht da ist. Das ist die Scheu, die sittliche Scheu oder Gewissensscheu, könnte man auch sagen. Sie hilft uns. Sie hilft uns, da mal kurz zurückzutreten und mal zu klar zu sehen, will ich das wirklich? Ist das gut für mich und für andere? Und bei den ganzen Zieler geht es ja eigentlich darum, um diese Gewissensscheu. Das dritte, das ist schon das vierte, Kraft des Vertrauens, des Schamgefühls, sittliche Scheu und die Kraft des Willens. Ja, und wir merken, dass es alles aufeinander aufbaut.
wenn ich diesen Moment mal sage, das will ich ja gar nicht, ja, was will ich wirklich? Da muss ich meine Willenskraft einsetzen, etwas zu vermeiden, Halt zu sagen, zu stoppen und auf der anderen Seite das, was ich für gut befinde, auch wirklich dann zu tun. Mich dann die Entschlusskraft zu finden, das tue ich jetzt. Da ist dann die Willenskraft einsetzen für das, was heilsam ist und das Unheilsame zu lassen oder zu überwinden. Gehört Willenskraft dazu. Und die Willenskraft wird dann immer gesagt, ja im Tun, im Handeln natürlich, in der Rede, da muss man das, was man sagt, vorher mal etwas prüfen, ob es wirklich heilsam ist. Und auch sogar in den Gedanken. In den Sila kommt es natürlich zum Ausdruck, dass man wirklich die Dinge tut, die keinen Schaden anrichten. Das fünfte ist die Kraft der Weisheit. Und wenn wir die anderen Kräfte alle schon geübt haben, auch eben die Willenskraft, dann sind wir auch schon klarer im Kopf. Wir lassen uns nicht so schnell von irgendwas einfangen. Wir haben Vertrauen. Wir wissen, was uns nicht gut tut, wofür wir uns schämen müssen. Wir passen auf, dass wir nicht gewissenscheu, dass wir das, was wir jetzt machen wollen, dass das in Ordnung ist für uns, dass auf dem Weg richtig ist. Und wir merken, wir können unseren Willen trainieren. Wir können ihn aufbauen. Das ist auch ganz wichtig, dass wir trainieren können. Das heißt ja, Schulungskräfte trainieren. Und dann kann man die Weisheit trainieren. Man kann immer mal wieder sich etwas zurücknehmen, sich besinnen, was gerade abläuft, erkennen und auch darin einmal seine eigene Reaktionsart kennenlernen, was wichtig ist, seine eigenen Gedanken, seine Gefühle, sein Handeln, eigenes. Es ist wichtig, dass wir das immer wieder kennenlernen, überprüfen, das ja auch mit dem Geist überprüfen. Und dann auch klar erkennen die Dinge, die der Buddha als die großen Wahrheiten, die großen Gesetze erklärt hat, dass alles entsteht, vergeht. Das Gesetz der Vergänglichkeit, das Gesetz der Unvollkommenheit oder Dukkha und das Gesetz der Substanzlosigkeit. Wir kommen immer durch irgendetwas im Leben daran, dass es uns gezeigt wird. Aber wir erkennen es oft nicht. Wir sehen gar nicht, dass da die Weisheit vor uns liegt in diesen Dingen. Und das mal dann klar sehen, ach ja, so sieht es gerade aus, das Vergehen und Entstehen, der Wechsel. Oder so sieht gerade das aus, das Perfekte, was dann doch eine Unvollkommenheit drin hat. Es ist nicht zu vermeiden. Die Unvollkommenheit sitzt überall drin. Und sehen, wie sich im Moment etwas zusammenballt als Gefühl und dann wieder auseinanderfällt und ein anderes kommt hoch. Oder ein Gedanke, dass man die Substanzlosigkeit darin plötzlich erkennt. Es ist diese Weisheit, setzt sich aus dem Wissen zusammen, aus dem Lernen, was der Buddha gesagt hat, und aus dem richtigen Hinschauen und im Moment erkennen, sehen. Das wird dann erst Weisheit. Und aus dieser Weisheit heraus können wir dann auch anders leben, als nur aus dem praktischen Tun heraus, ja, was gut ist und heilsam und unheilsam ist, ist wunderbar,
Es ist auf jeden Fall ein Fundament, aber nachher kommt noch diese Weisheit hinzu. Die Weisheit, die uns eine andere Sicht schenken kann, die uns die Sicht der Freiheit auch schenken kann. Und wenn wir diese fünf Schulungskräfte noch einmal anschauen, es beginnt mit dem Vertrauen, mit dem Schamgefühl dann, mit der sittlichen Scheu, mit der Willenskraft und der Weisheit. Und das sind Dinge, die wir trainieren können und die unsere Menschenwürde wirklich aufbauen. Es ist so, damit hat man ein so gutes, klares Fundament, das sind Werte in mir, können es auch Selbstwert nennen, die Menschenwürde und Selbstwert, das sind unsere Fundamente auf unserem Weg. Und indem wir das erkennen und öfter mal überlegen, wächst noch unser Vertrauen und wir lassen es mehr in uns einsickern, mehr Innenraum bekommen, dass wir damit ganz verbunden sind und dass uns von außen im Grunde es keiner mehr nehmen kann. Niemand kann mir meine Menschenwürde nehmen.